So, willkommen zurück. Hier sind wir fertig, soweit. Ne? Ja, eigentlich schon. Wir müssen immer noch die Zeugin finden. Für Gefühle ist kein Platz. Wo mag sie sein? Das sieht nach Hafträumen aus. Hier kommen wir wahrscheinlich nicht durch. Wer bist du? Wieso hast du gesessen? Ist eine komplizierte Geschichte. Sagen wir einfach, ich wollte nicht irgendeinen Richter entscheiden lassen, wie ich den Rest meines Lebens verbringe. Das ist meine Entscheidung. Also habe ich sie getroffen. Aber das ist jetzt sowieso egal, oder? Wenn es das wäre, wärst du jetzt nicht mehr hier. Vielleicht kann ich helfen. Nö. Ich weiß das zu schätzen, aber du musst dich um deinen eigenen Scheiß kümmern. Ich komm schon klar. Wie immer. Trotzdem, danke. Ah, hier kommen wir durch. Was ist das? Selbst sagen könnte, was aus mir wird. Ich muss hier raus. Da ist ein Geist gleich da in der Zelle. Habt ihr keinen anderen Ort, wo ihr mich einkriegt? Der Geist steht doch genau da. Hä? Du auch? Da ist noch einer. Sag nicht, du siehst den Kerl nicht. Er ist Direktor. Schaff endlich einer den Typen in die Klapsmühle. Warum muss ich hier bei diesem Irren sein? Wo ist sie drin? Verrätst du mir, was passiert ist? Wonach sieht's denn aus? Ich bin tot. Ja, das sehe ich. Ich meinte, wie bist du gestorben? Autopsien sind nicht so gründlich, wenn die Todesursache offensichtlich ist. Ich weiß nicht. Ein Haufen Pillen. Einige Schlaftabletten. Es sollte friedlich sein. Ich wusste nicht, dass man aufwacht. Was soll ich denn jetzt tun? Tja, da fragst du den Falschen. Ich lass es dich wissen, wenn ich's rausfinde. Aha. Ist ein Spinnennetz-Tattoo nicht ein Symbol für einen Gefängnisaufenthalt? Warum hat Seins zwei Spinnen im Netz? Er hat bei seinem eigenen Tattoo einen Fehler gemacht. Es ist nur ein Tattoo, mehr weiß ich nicht. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Bin ich das? Dieser Rabe ist angekettet an... Sind das Gitterstäbe? Wir bezahlen Sie nicht für das Analysieren von Tattoos. Ja, Sir. Wow. Sein ganzer Arm sieht aus wie ein Bekenntnis zu... Nun, ein Bekenntnis zu... zu einer Menge Zeug. Da passiert soweit nichts.
Jeder dieser Schlüssel ist eine Straftat. Jeder einzelne. Das verstehst du, ja? Nein? Okay, ist deine Beerdigung. Warte ab, entspann dich. Wirst eine Weile hier sein. Scheiße! Okay, hör zu. Hör zu, ich kann dir vielleicht helfen. Ist das Buch deiner Mutter zum Glockenmörderfall hier? Ja, und es würde mir wahrscheinlich helfen, meine Mom zu finden. Aber wie schon gesagt, du bist tot. Wie solltest du mir helfen können? Hey, ich kenne diesen Ort besser als du. Wer war die Kontaktperson deiner Mutter? Wer? Keine Ahnung. Sie hat ihn immer nur Bastard genannt. Baxter. Okay. Sein Büro ist im ersten Stock. Bleib an mir dran, ich bring dich hin. Los! Wohin? Sie sehen mich. Nicht mehr lange. Ach so, können wir die Kameras ausschalten hier irgendwie? Yep. So, wo soll's hingehen? Ah ja. Jetzt müssen wir die junge Dame hier irgendwie durchschleusen. Können wir ein bisschen Gerappel machen hier. Merkt ihr das keiner? Robinson hat das Mädchen im Verhörraum. Ich weiß etwas. Werden wir rausfinden. Robinson wirkt wie ein Gentleman. Hä? Mir nach. Ich bring dich an diesen Cops vorbei und zur Tür auf der anderen Seite. Kinderspiel. Tja, letztes Mal bist du erwischt worden, Magellan. Bleib unten, sonst werden sie dich sehen. Okay, mussten wir erstmal mit ihr reden. Wo ist denn sie jetzt hin? Da, okay. Hallo. Wir müssen doch jetzt hier rappeln, oder? Was ist mit dem Teil los? Ich hoffe, die Nacht bleibt ruhig. Der muss weg. Komm schon, beeil dich. Scheißteil. Ah, okay, der Reihe nach. So, jetzt muss der weg. Weiter geht's, Kleiner. Jetzt müssen die weg. Nicht? Hier nochmal. Was ist los?
Das ist deine Chance. Ah, okay. So, haben wir uns verpisst. Das nehme ich noch mit. Na toll, hier komme ich nicht rein. Und jetzt reden. Gut gemacht, Kleine. Wir sind fast da. Ich brauche keinen Cheerleader. Dank mir haben wir es bis hierher geschafft, oder? Du hast dich abknallen lassen, du Profi. Hey, ich Kleine. Ich kann ja nicht lang, du wirst mir helfen müssen. Kannst du nicht rüberfliegen Fliegen? Oder so? Ich bin ein Geist, kein Flugzeug, klar? Du brauchst mich, um sein Büro zu finden. Oh. Lies bloß nicht meine Gedanken. Gar nichts Gruseliges, wenn wir jetzt nicht quitt sind. Naja. Okay, Mann, jetzt raus. Okay. Ich mach das. Warum redet er nie? Ja, was jetzt hier? Ich dachte, Polizist sei ein sicherer Job. Abgefahren. Okay, wo müssen wir hin? Du hast sie geheilt. Die Krankheit in ihrem Kopf. Du hast sie erträglich gemacht. Tja, ich schätze, jetzt seid ihr vereint. Okay, das Mädel muss hier wahrscheinlich hin. Merkt's noch nicht so richtig? Okay, Kleine. Das dürfte nicht passieren. Ja, guten Morgen, Officer. Hä? Na, du komm doch hier hin. Hierhin? So viele Sachen. Was ist denn los mit dir? Das war knapp. Wo sind denn alle? Detectives arbeiten in der Tagschicht. Okay, welches Büro ist Baxters? Da hinten im Flur auf der rechten Seite. Okay. Baxter.
Willst du geschnappt werden? Du bist so unauffällig wie ein Tornado. Hier sah es schon so aus, als ich reinkam. Ja, ich weiß. An wie vielen Orten kann man in so einem winzigen Raum ein Buch verstecken? Wer weiß. Was macht diese Geräusche? Ein Fahndungsfoto bestimmt. Jemand hat wohl ein echtes Vorstrafenregister versteckt. Jetzt habe ich den Beweis. Er hat diese Akte nie benutzt, um mich zu erpressen. Klar, lass dir Zeit, keine Eile. Das Buch findet sich bestimmt von selbst. Okay, nur die Ruhe. Cops verstecken Dinge nicht so offensichtlich. Ich muss nur dahinter kommen. Okay, finden wir das Notizbuch in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.